Wir sind hier auf der Caravaning Messe 2024 in Hamburg und stehen hier vor dem Musiker von LMC 560E und wir haben hier eine Messeaktion bis 11.2. 43.000 jetzt ein Stück zum Messepreis für 39.000. Preisaktion 4.800 Euro Ersparnis. Ja, wir haben hier außen Staufächer, große Staufächer von außen und haben ein Aufstelldach oben, sodass wir weitere Schlafplätze hier oben generieren können. Und ich würde sagen, wir gehen mal hinein und schauen uns den Wohnwagen mal von innen an. Gleich auf der rechten Seite haben wir Staufächer. Ja, hier könnte man Schuhe reinpacken. Wir haben eine schöne große Sitzgruppe, eine Exitzgruppe, welche wir zum Bett umwandeln können. Und im oberen Bereich haben wir hier Stauschränke, Oberschränke, um einiges zu verstauen. Darüber ein großes Heki und direkt daneben noch das große Dach mit einer Leiter, das Aufstelldach. Die Leiter ist natürlich zusammenklappbar und ja, so können wir hier oben reingehen. Haben hier oben nochmals zwei Schlafplätze mit einem Heki und Seitenfenster. Im Winter vielleicht ein bisschen kalt, aber im Sommer doch ein kleines Abenteuer, zum Beispiel für Kinder auch. Bestimmt toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oberschränke hier enthalten. Ja, dann haben wir den Küchenbereich. Wir haben eine recht große Küche. Wir haben einen dreiflammigen Gaskocher und ein Edelstahlspülbecken daneben. Haben darüber ein Fenster und hier haben wir weitere drei Steckdosen. Und was ist das? Das weiß ich nicht. Aber drei Steckdosen und unter den Schränken, sehe ich gerade, sind natürlich auch noch Fächer, wo wir noch ja, Bücher und kleinere Utensilien unterbringen können. Wir versuchen mal hier ein bisschen Licht reinzubringen. Ich weiß noch nicht, wie wir das schaffen sollten, denn bei den Schaltern bekomme ich es nicht an. Naja, dann lassen wir es so und ich hoffe, dass ihr alles sehen könnt. Wir haben im hinteren Bereich nochmals zwei Schlafplätze, also ein Bett von 2x2 Meter. Links und rechts ein Fenster und oben auch wieder vier große Oberschränke sowie ein Hiki und darunter auch die Fächer. Wir haben richtig schöne dicke Matratzen, einen Lattenrost darunter und das Mittelteil können wir entfernen, müssen wir nicht haben. Also wir können auch den Mittelrost nach hinten schieben und haben zwei einzelne Betten, wenn jemand unbedingt alleine separat schlafen möchte. Ja, dann haben wir hier vermutlich den Kühlschrank, ja, Gefrierschrank mit recht großem Kühlschrank. Und darunter haben wir noch ein Fach, ja, wahrscheinlich am besten für Schuhe. Das Bad können wir hier betreten, dunkel drin, ja, aber da können wir Licht reinmachen. Wir haben ein Waschbecken aus Kunststoff, daneben einen Spiegel, in der Front einen Spiegel, ein Fensterablagen und hier oben auch nochmal zwei Oberschränke, wo man einiges unterbringen kann, genau wie in den Regalen, welche hier an der Seite sind. Ansonsten haben wir eine Toilette, eine Chemietoilette und unter dem Waschbecken auch noch mal einen Schrank und einiges an Ablagefächern. Also recht groß, sage ich mal, von der Toilette und vom Waschbecken. Was wir nicht haben, ist hier eine Dusche, die fehlt hier. Also aber man befindet sich mit einem Wohnwagen ja eh meist auf einem Campingplatz. Ja, dann haben wir hier eine Hängevorrichtung, also ein großer Schrank über der Heizung, um Jacken, Blusen, Hemden und so weiter aufzuhängen. Also geeignet für, ich würde sagen, 2, 4, 6 Personen sogar. Also hier bekommen wir oben zwei Kinder, hier unten zwei Kinder unter. Und hier das Elternschlafbett. Ein
Wohnwagen für unter 40.000 für bis zu 6 Personen. Und ich sehe gerade, wir können hier sogar eine Trenntür ziehen. Ja, sie hakt jetzt gerade mal ein bisschen oder sie ist irgendwie arretiert, sodass wir den Schlafbereich vom vorderen Bereich separieren können. Schreibt mir mal eure Meinung in den Kommentaren, wie euch dieser Wohnwagen gefällt, ob das was für euch wäre. Lasst mir bitte ein Like und ein Abo da, damit ich weiter für euch Videos produzieren kann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und arrivederci. Euer Zosch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin.